Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich, wie man Verknüpfungsschaltungen aus der Digitaltechnik unter ausschließlicher Verwendung von NOAH-Schaltungstechnik realisieren kann. Dabei werde ich ein bestimmtes Gesetz von De Morgan anwenden. Wir sehen hier schon eine NOAH-Verknüpfung. Ich werde gleich noch mal etwas näher darauf eingehen. In der Praxis wird dieses Verfahren kaum eine Rolle spielen, jedoch wird das Ganze in Klausuren immer wieder verlangt. Ich finde es auch insofern sinnvoll, als dass man dabei ein tieferes Verständnis der Schaltungstechnik erwirbt. In einem älteren Video habe ich die Gesetze von De Morgan einmal hergeleitet. Ich möchte hier noch einmal darauf verweisen. Gehe hier aber noch einmal ganz kurz auf das Gesetz von De Morgan ein, das ich hier benötige. Es besagt, dass beim Herunterbrechen eines Inverters am Ausgang auf die Eingänge, genau das ist hier geschehen. Ich habe den Inverter vom Ausgang weggenommen und stattdessen die Eingänge invertiert. Der Operator umgekehrt werden muss. Aus einem Und-Operator wird ein Oder-Operator. Damit hat diese Verknüpfungsschaltung das gleiche Verhalten wie diese Verknüpfungsschaltung. In der Wahrheitstabelle kann man das leicht überprüfen. Das gilt natürlich auch dann, man kann es nämlich etwas allgemeiner fassen, wenn man nicht einen Inverter hier wegnimmt, sondern wenn man einen Inverter hier hineinschreibt. Wenn ich einen nicht invertierten Ausgang invertiere, muss ich beide Eingänge invertieren. Damit verschwindet dieser Inverter und hier entsteht einer, das sehen wir hier. Und ich muss den Operator umtauschen, aus und wird oder. Auch diese beiden Verknüpfungsschaltungen haben das gleiche Verhalten. Hier die entsprechende Wahrheitstabelle. Das gilt natürlich auch dann, wenn ich ursprünglich einen Oder-Operator habe. Invertiere ich den Ausgang und die Eingänge. In diesem Fall heißt das, dass sämtliche Inverter verschwinden. So muss ich den Operator umkehren, aus oder wird und. Und diese beiden Verknüpfungsschaltungen haben wiederum das gleiche Verhalten. Das lässt sich in dieser Wahrheitstabelle wiederum überprüfen. Für das Lösen der folgenden Aufgabe muss ich auch wissen, dass ich einen Inverter, der ja aus einer 0 eine 1 macht, beziehungsweise aus einer 1 eine 0, wir sehen hier die Wahrheitstabelle, auch mit Hilfe einer NOAH-Verknüpfung realisieren kann. Schließe ich beide Eingänge quasi kurz, so wird, wenn hier eine 1 steht, am Ausgang eine 0 auftauchen und wenn hier eine 0 steht, am Ausgang eine 1 auftauchen. Jeder Inverter kann also durch eine NOAH-Verknüpfung realisiert werden. Im Folgenden werde ich nun das Ganze einmal an einem Beispiel durchführen, einmal anhand der Verknüpfungsschaltung direkt und im zweiten Teil die gleiche Aufgabe anhand der Schaltfunktion. Nach meiner Erfahrung wird es in Klausuren eher in Schaltfunktion verlangt. Man kann es aber auch direkt hier im Schaltnetz durchführen. Wir sehen hier ein mehr oder weniger beliebiges Beispiel. Man sollte jetzt nicht darüber nachdenken, ob man die ganze Schaltung vereinfachen kann. Das spielt für diese Fragestellung keine Rolle. Es geht ja darum, das Ganze in NOAH-Schaltungstechnik zu realisieren. Dabei fällt nun auf, dass in diesem Fall keine einzige Oder-Verknüpfung gegeben ist. Alle drei Verknüpfungen kommen als Und-Verknüpfungen daher. Die müssen aber unbedingt zu einer Oder-Verknüpfung umgewandelt werden, denn NOAH enthält ein Oder. Genau das ist im ersten Schritt geschehen. Schauen wir uns zunächst hier die ausgangsseitige Verknüpfung an. Ich habe den Operator einfach geändert von und auf oder. Dabei musste ich den Inverter vom Ausgang wegnehmen und auch die Eingänge invertieren, was in diesem Beispiel nichts anderes heißt, als dass diese drei Inverter vollständig verschwinden. Auch an dieser Stelle steht ein Und. Ich habe daraus ein Oder gemacht, habe den Inverter vom Ausgang weggenommen und auf die Eingänge, wenn ich so will, verschoben. Wir sehen das hier. Die Eingänge sind jetzt invertiert.
Der Ausgang ist nicht mehr invertiert und ich habe eine Oder-Verknüpfung zur Verfügung. Auch die dritte Verknüpfung wird von und auf oder umgewandelt. Der Ausgang wird dafür invertiert und auch die Eingänge werden invertiert. Hier taucht ein Inverter auf, dieser Inverter verschwindet und hier taucht ein weiterer Inverter auf. Nun habe ich hier zwar Oder-Verknüpfungen zur Verfügung, drei an der Zahl. An dieser Stelle ist es nicht nur eine Oder-Verknüpfung, denn der Ausgang wird invertiert und damit handelt es sich hier schon um eine NOR-Verknüpfung. An dieser Stelle muss ich also nicht mehr eingreifen, es ist bereits eine NOR-Verknüpfung. Sämtliche Inverter, die hier auftauchen, muss ich nicht speziell behandeln, denn die kann ich ja durch eine NOR-Verknüpfung ersetzen. Hier an dieser Stelle allerdings benötige ich eine NOR- und keine Oder-Verknüpfung, genauso wie hier. Da ich an dieser Stelle nun am Ausgang einen Inverter benötige, schreibe ich ihn quasi einfach dorthin. Der Inverter taucht hier auf. Da dadurch aber das Resultat hier invertiert wird, invertiere ich es einfach ein weiteres Mal, womit dann wieder der alte Zustand hergestellt ist. Somit habe ich aus dieser Oder-Verknüpfung eine NOR-Verknüpfung gemacht. Das gleiche geschieht auch mit dieser Oder-Verknüpfung. Ich bringe am Ausgang einfach einen Inverter an. Somit wird daraus eine NOR-Verknüpfung. Ich muss allerdings ein weiteres Mal invertieren, damit ich wieder das richtige Ergebnis erhalte. Im Folgenden werde ich nun das gleiche noch einmal durchführen, und zwar anhand der sogenannten Schaltfunktion. Diese stelle ich zunächst rein zu Übungszwecken noch einmal mit Hilfe der Verknüpfungsschaltung auf. Und zwar denke ich persönlich dabei vom Ausgang in die Schaltung hinein. Ich sehe, dass vom Ausgang gesehen zunächst ein Inverter auftaucht, das entspricht diesem langen Strich. Also alles, was zuvor kommt, wird am Ende invertiert. Auf diese Verknüpfung, diese UND-Verknüpfung, wirken zwei Eingänge. Deswegen habe ich hier zwei Klammern. Das Ergebnis dieser Verknüpfung, also dieser beiden Eingänge, wenn ich so will, wird vor der UND-Verknüpfung jeweils invertiert. Also müssen vor den Klammern jeweils auch wieder Inverter auftauchen. Diese Klammer entspricht dieser UND-Verknüpfung. Wir sehen ja auch hier die UND-Verknüpfung. Der Ausgang wird zweimal invertiert. Diese Klammer entspricht dieser UND-Verknüpfung. Das Ergebnis wird einmal invertiert. Diese beiden Eingänge A und B gehen ohne Inverter auf diese Verknüpfung. Und hier wird der Eingang A invertiert, bevor es auf die UND-Verknüpfung geht. Der Eingang B wird nicht invertiert. Somit habe ich die richtige Schaltfunktion für diese Verknüpfungsschaltung gefunden. Und anhand dieser Schaltfunktion werde ich das Ganze jetzt ausschließlich in NOR-Technik umwandeln. Wir sehen hier schon sämtliche Schritte, die ich dabei gegangen bin, und diese werde ich nun im Einzelnen erläutern. Hier wieder die ursprüngliche Schaltfunktion. Was mich nun als erstes stört, sind diese drei UND-Verknüpfungen. Bei NOR ist es ja so, dass das in keinem Fall UND-Verknüpfung sein dürfen, sondern es müssen Oder-Verknüpfung sein. Dass es am Ende wirklich NOR ist und nicht Oder, darum kümmere ich mich zum Schluss. Als erstes werde ich mir diese UND-Verknüpfung vornehmen und sie in eine Oder-Verknüpfung umwandeln. Da der Ausgang dieser UND-Verknüpfung invertiert wird, breche ich nun einfach diesen Inverter auf die Eingänge herunter. Das entspricht dieser Klammer und dieser Klammer, sodass also nun über dieser Klammer ein weiterer Inverter auftaucht und auch über dieser Klammer ein weiterer Inverter auftaucht. Dadurch werde ich das UND los und komme zu einer Oder-Verknüpfung. Das ist nun noch keine NOR-Verknüpfung, aber immerhin schon eine Oder-Verknüpfung. Als nächstes kümmere ich mich um diese UND-Verknüpfung, mache daraus ein Oder und um diese UND-Verknüpfung und mache daraus ebenfalls ein Oder. Dazu werde ich einen Inverter vom Ausgang entfernen und ihn auf die Eingänge herunterbrechen.
Ein Inverter verschwindet hier also, aus drei Invertern werden zwei. Dafür werden die Eingänge invertiert. Der Operator wird von und auf oder umgedreht. Das gleiche geschieht hier. Aus den zwei Invertern wird ein Inverter und aus und wird oder. Somit bin ich nun alle drei und-Verknüpfungen losgeworden und muss mir nun noch anschauen, ob ich denn wirklich NOR-Verknüpfungen vorliegen habe oder ob es oder-Verknüpfungen sind. Zunächst gehe ich aber einmal her und entferne doppelte Invertierungen, damit das Ganze erstmal wieder etwas einfacher aussieht. Diese beiden doppelten Inverter nehme ich einfach weg und diese beiden nehme ich auch einfach weg, denn zwei Inverter heben sich in ihrer Wirkung gegenseitig auf. Es kann durchaus sein, und das wird hier auch so sein, dass ich einen dieser Schritte hier wieder rückgängig machen muss, aber zunächst wird das Ganze erstmal etwas übersichtlicher. Nun schaue ich mir jetzt zunächst einmal wiederum diese Oder-Verknüpfung an. Das ist ja nun eine Oder-Verknüpfung mit zwei Eingängen. Und das muss am Ausgang invertiert werden, damit es eine NOR-Verknüpfung und keine Oder-Verknüpfung ist. Genau diesen Schritt habe ich hier vorgenommen. Ich habe einen Inverter, den unteren Strich, einfach hinzugefügt. Da dadurch das Ergebnis aber invertiert wird, muss ich ein weiteres Mal invertieren, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Aus diesem Oder ist ein Oder nicht die untere rote Linie geworden. Das gleiche gilt nun hier und genau da zeigt sich nun, dass ich diese beiden Inverter hätte stehen lassen können. Hier handelt es sich um eine Oder-Verknüpfung und nicht um eine NOR-Verknüpfung. Daher muss ich den Ausgang invertieren. Das ist der untere Inverter, die untere grüne Linie. Da ich damit aber das Ergebnis verfälschen würde, muss ich ein weiteres Mal invertieren. Somit habe ich hier eine NOR-Verknüpfung. Dieses Oder verknüpft mit dem unteren Inverter. Dieses Oder verknüpft mit dem Inverter und auch dieses Oder verknüpft mit dem unteren, ja, wenn ich so will, roten Inverter. Das Endergebnis sehe ich nun hier. Hier habe ich nun einfach alle Farben herausgenommen. Es sind nur noch NOR-Verknüpfungen vorhanden. Das Ganze überprüfe ich nun noch einmal mit Hilfe des zuvor ermittelten Schaltnetzes, in dem nur NOR-Verknüpfung und Inverter verwendet werden. Aber nochmal, so ein Inverter kann ebenfalls durch eine NOR-Verknüpfung realisiert werden. Schauen wir uns das ganze Spielchen wieder an. Der Ausgang wird zweimal invertiert. Das ist auch hier so. Der Ausgang wird zweimal invertiert. Ist hier eine Oder-Verknüpfung vorhanden? Das entspricht diesem Oder-Symbol. Der rechte Eingang dieses Oders entspricht der unteren Klammer. Dort wird B invertiert, A wird nicht invertiert. Das Ganze geht auf ein Oder, das am Ende invertiert wird, also es handelt sich um ein NOR. Diese Seite entspricht dieser Klammer. Beide Eingänge werden invertiert. Ein Oder fügt diese beiden Eingänge zusammen. Am Ende wird invertiert und natürlich noch ein weiteres Mal invertiert. Wollte ich jetzt die ganze Schaltung tatsächlich nur mit NOR-Verknüpfung aufzeichnen, so müsste ich diesen Inverter und diese drei Inverter jeweils durch NOR-Verknüpfung mit einem Eingang darstellen. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Ich denke, das Ganze ist auch so verständlich. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen beide Wege näher bringen. Insbesondere der zweite Weg über die Schaltfunktion verlangt doch eine Menge Übung nach meiner Erfahrung. Ich hoffe aber, dass Sie das Ganze jetzt schon mal gut verstanden haben und somit mit entsprechenden Übungsaufgaben fertig werden. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.